Kartoffeldöner-Drehspieß ist patentiert. Darf ich keinen Kartoffeldrehspieß machen? Überhaupt nicht. Darf ich nicht. Weltweit und gerade hier in Europa, ich bin total safe patentiert. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind am Ende des Videos, deshalb ist es jetzt dunkel, gleich ist es wieder hell. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Wir sind heute in Oldenburg, testen nicht nur den Kartoffeldöner, wir testen den berühmten Kartoffeldöner Galileo. Ne, der war damals, als ich ein kleines Kind war, habe ich diesen Dönerladen gesehen. Das gehe ich nachher auch noch später drauf ein, als es noch kein Internet gab, gar nichts. Und wir testen, dieser Döner wurde 2009 zum Deutschen Meister gekürt. So, also der beste Döner Deutschlands. So, wir testen beides. Ich nehme euch mit, es ist jetzt wieder hell und wir sehen uns das gleiche Video weiter. Wir sind jetzt am Start hier. Fühle ich immer sehr unscheinbar, einfach so eine random Straße. Döner an der Ecke von hier, bin mit Kollegen hier, der weiß, dass da der Döner ist. Fällt überhaupt nicht auf, keine Riesenwerbung oder so, wo man erst denkt, Galileo, der Kartoffeldöner am Start. Ihr wisst ihr, was für mich halt so ein Flash ist? Das war so ein Ding, als man natürlich mit YouTube nichts am Hut hat, damals als ich ein kleines Kind war. Da immer im Fernsehen bei Galileo hat man diesen Kartoffeldöner gesehen. So und denkt sich, krass, und das war so Highlight. Wisst ihr, damals noch die Zeit, man wartet, 2015 weiß man, boah, da kommt Galileo, es kommt der Kartoffeldöner. So, und der hat mich geflasht. Und jetzt lerne ich den mal gut, den guten Al-Hai selber kennen. Ganz kurz noch, denkt auch an meinen Kommentar natürlich, ne? Nur durch euch bin ich wieder nach Jahren nach dieser Galileo-Sendung auf diesen Döner gestoßen quasi. Und jetzt teste ich ihn. Also das sind die Kommentare, ich blende sie nochmal ein. Besten Döner Deutschlands, wenn mein besten bisherigen Döner Deutschlands top, der kriegt die Belohnung hier oben, bam. Und jetzt gehen wir zu Al-Hai rein. Holles kulinarische Reise geht weiter. Heute in Oldenburg, der schönsten Stadt der Welt. Und das sage ich nicht nur, weil ich dafür bezahlt werde. Freut euch auf den Kartoffeldöner von Al-Hai. 2009 wurde dieser Döner als bester Döner Deutschlands ausgezeichnet. Erfunden von Hani Al-Hai. Dieser Döner hat keinen geringeren Anspruch, als Kulturen zu vereinen. Liebe Community, seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Da ist er. Da ist schon der gute Al-Hai. Mal gucken, wann er uns sieht. Oha. Hab schon mir nochmal jetzt eben Galileo-Video reingezogen. Die haben selbstgemachtes Brot zumindest. Ich denke mal, sie haben es immer noch. Und ja, von der anderen, ich habe noch nie einen Kartoffeldöner gegessen. Also ich erwarte viel von dem mal besten Döner Deutschlands. Und jetzt gucken wir mal, was der gute Al-Hai sagt. So, ich habe den Kollegen hier da. Er sagt gleich schon, wo ich mit Ahmed da bin, Döner trifft Kartoffeln, ne? Ja, ich sag, das ist 100% Kartoffel und der Döner ist da hinten. Wo ist der? Ist der weg gerade? Also, die passen auch gut zusammen. Das passt auch wunderbar so die Geschichte, diese Miteinander. Kartoffel, der Döner ist draußen. Wunderbar. Wie alt bist du? Ich bin 28. Ich bin mehr als du in Deutschland. Wo du noch in Mutterbauch oder noch nicht geplant war, war ich schon in Deutschland. Wie alt bist du? Niemals, sage ich. Doch, sag. Ich sag dir, ne, ich habe vorhin ein Video von dir geguckt. Ne, das Galileo habe ich mir nochmal angeguckt. Und ich habe gedacht, ich komme jetzt voll den alten Mann, aber du siehst aus wie damals. Ehrlich jetzt? Nein. Was uns noch fürs Video interessiert, Al-Hai, du bist mit deinem normalen Döner, bist du auch mal bester Döner Deutschlands ausgezeichnet worden, ne? Ja, also 2009, guck mal, ich schwöre es, da hinten ist das. Oh, wo ist der? Am Monopoly, da sind so viele Bilder. Ich weiß, da hier, da. Preisgekrönter Döner, da. Guck mal, hatte ich noch Glatze gehabt damals. Ach, krass. Der Kartoffeldöner-Drehspieß ist patentiert. Darf ich keinen Kartoffeldrehspieß machen? Überhaupt nicht. Darf ich nicht machen. Also weltweit und gerade hier in Europa, ja. Ich bin total safe patentiert. So, jetzt bin ich mal gespannt, rein optisch, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, Al-Hai, ich war ein kleines Kind, als ich deine Videos damals bei Galileo gesehen habe. Und jetzt das mal live zu sehen, hätte mir damals jemand gesagt. Alaikum Assalam, Haji. Da ist er. Also man sieht hier, du hast irgendeine Füllung. Du verrätst natürlich nicht was, aber du hast irgendeine Füllung. Das ist sogar Spinat da drin, wo überall verloren geht, Mann. Ist Hack da drin? Also ja, ja, das ist Hacksteak. Weißt du, was ich mich so ein bisschen auch gefragt habe? Damals, wo dieser dicke Hype war, ne? Es war ja ein Riesenhype. Haben sich da auch so ein paar, oder hast du das vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt, so bei Frauen, dass du sagst, das komm, ich zeig dir meinen Kartoffeldöner, hast du die hier reingebracht, Kartoffeldöner gezeigt, weil jeder kannte das und so, und dann war das so der Dosenöffner, so, weißt du? Nein, Mann, ich war beschäftigt, dass ich weitermache, weil ich wollte was Geiles nochmal erfinden, was jeder diese Geschichte probieren kann. Durch diese ganze Kartoffeldöner hinterblieben ist Schädling geblieben. Echt? Was ist das geblieben, Fritschan? Dass ich ein bisschen Balabala geworden bin. Ja? Ja, aber wie meinst du das, Balabala? Ich führe immer zu viel Selbstgespräche mit Essen. Ja? Ja, ich rede gerne immer mit Essen. Der Dönermann, der echte Dönermann spricht mit seinem Spieß. Ja. Und das kann nicht jeder. Mit der Zeit lernst du diese Dönersprache. Du fühlst das, wie er antwortet. Ja. Also ich spreche wirklich mit, guck mal, wenn ich jetzt ihm angucke, ich weiß, was er mir sagt. Du weißt, was er denkt. Genau 100%, er sagt, schneide mich, ich bin gewonnen.
Dich und ihr macht selber Brot auch, ne? Ja, Mann. Das ist auch ausgetügelt, da hast du dir Gedanken gemacht. Das sieht schon mal geil aus. Und heute werde ich dir was zeigen, was ihr die erste YouTuber auf die ganze Welt seid, dass ihr meine nächste Idee präsentieren dürft. Geil. Was hast du hier für Soßen am Start? Das ist Tzatziki. Ja. Das ist auch hausgemacht alles. Ja. Das ist Cocktailsoße, auch hausgemacht. Da stehen die vollen Leute da drauf. Ja, beides Cocktailsoße hier. Da sind beide Cocktailsoße. Das ist eine Spezialsoße. Ja. Aus, sag ich dir nicht. Ja. Sag ich dir nicht. Sag mal, Alahai, was haben wir hier nochmal alles jetzt drauf? Das sieht sehr special aus irgendwie. Das ist libanesische Koriander mit libanesische und arabische Mischung mit diesem Sesam und schwarze Kümmel. Okay, jetzt reinschmeißen und dann wirst du feststellen, was ich sage, das riecht ganz anders. Riecht anders. Ja, ganz anders. Boah, das sieht gut aus. Und riech mal jetzt, sag mal deine ehrliche Meinung, nicht weil ich bei dir mit Messer stehe. Es riecht einfach übelst frisches Brot. Die Sesam, diese Kräuter, da sind ja auch, sag ich mal, Oregano oder so ist da ja drauf, ne? Das riecht einfach, hat so ein bisschen Pizza-Style auch. Also das vom Potenzial her, nur Geruch, Endgegner. Natürlich kann man nicht alle Geschmäcker treffen, das ist auch gut so, sonst wäre ich Millionär und wäre ich bei Bahamas irgendwo in Liegematte, wenn ich euch alle Geschmäcker getroffen hätte. Was für eine Soße empfiehlst du mir, Alhai, auf dem Döner? Beide Soße. Beide? Ja, süßlich und tzatziki-mäßig. Also Cocktail und Tzatziki. Dann würde ich sagen, Alhai, wir machen mir einen normalen Döner, der quasi der deutsche Meisterdöner und einen Kartoffeldöner, ich nehme beides. Guck mal, beide identisch, fast, aber das ist ein bisschen moderner. Hightech-Mitech hier mit Mais. Okay, ich werde direkt testen, bevor kalt wird, ne? Ich bin heftig gespannt. Wir sind schon, ihr kriegt diesen Prozess im Video ja nicht immer mit. Wir sind jetzt schon eine Stunde, Stunde sind wir hier. Vom Drehbeginn hier drin alleine, ne? Und ihr seht dann so ein kurzes Video. Also, jetzt einmal so zum Feeling. Nebenan der Chef nebenbei, er sitzt und er sagt, ich kann sagen, was ich will. Er haut mir nicht den Kopf ab. Du weißt. Muss ich irgendwie zeitgleich hier vorkämpfen, weil wir jetzt beides auf dem Teller haben. Gleich direkt ein Feeling. Geil mit dem Mais. Feier das auch mitten erstmal voressen. Weil ich vorhin zu Achmed im Auto gesagt, ich finde Döner auch geil, wo oben viel Salat ist. Den erstmal wegsnacken. Denn der Rest, es ist ein ganz spezielles Gewürz hier drin. Ich sage, dieses Gewürz kann es nicht deuten. Da muss ich auch ehrlich sein, da ist ein Gewürz drin. Das kenne ich nicht. Ich kenne es, aber ich kann es nicht benennen. Und es schmeckt einfach heftig. Die Soßen sind geil. Zu dem Salat einfach ohne Worte. Ich nehme jetzt direkt die Tasche. Ich habe hier oben ein bisschen weggesnackt. Ich sage es euch einfach. Merkt euch das fürs Leben. Wenn ihr Brot irgendwo seht, einen Dönerladen mit dick Sesam, Schwarzkümmel, geht da rein, probiert es, weil das ist was. Natürlich, Geschmack ist immer noch verschieden. Jeder mag es anders. Aber es ist was, das ist einfach ultra heftig. Dieses geröstete Sesam. Dönerbrot, so wie früher war es das Fladenbrot, gibt es kaum noch. Einfach lecker. Böse, sage ich euch mir erstmal. Böse. Bewertung am Schluss. Jetzt der 2009 bester Döner Deutschlands. Für den deutschen Meisterdöner kriegt ihr von mir gleich Einschätzung, Ergebnis zusammen. Mit dem Alhai neben mir sage ich euch Folgendes zu diesen beiden Produkten. Wir haben diesen Kartoffeldöner. Und ich sage euch, das habe ich auch den Alhai gefragt, ob Geschmacksverstärker drin. Der hat gesagt nein und ich glaube ihm. Du hast es einfach so. Und da ist so eine intensive Würze, ein Gewürz, ein Würzmittel.
dass das Ganze einfach auf den Endgegnerstatus bringt. Und aus dem Dings, dass ich Alhai glaube, der Kartoffeldöner ist für mich Endgegner. Das Brot, einfach Endgegner. Soßen matchen perfekt, da kannst du nichts sagen. Salat knackig frisch auf den Punkt. Gib ihn echt. Ich kann ihn nicht in das Döner-Ranking reinnehmen. Ich muss ihn separat nehmen, weil am Ende des Tages, oder ein Döner ist es ja nicht, ne? Aber ich gebe den rein vom Geschmack 1 bis 10, gebe ich eine 8,8. Den finde ich Endgegner heftig. Zum deutschen Meisterdöner. Das gleiche, was ich über das Brot, über Salat und über die Soßen gesagt habe, gilt auch für diesen Döner. Allerdings ist es für mich kein deutscher Meisterdöner, weil das Fleisch für mich ist nicht auf dem Level, dass man sagen kann, es ist deutscher Meister. Das ist immer noch nichtsdestotrotz ein leckerer Döner, weil mit dem Brot und dem Salat in dieses Brot müsstest du Scheiße stecken, damit es schlecht schmeckt, weil das ist einfach krass. Das Brot ist heftig, das ist bitter. Und eine 7,5 von mir, von 10, ich finde ihn immer noch top lecker, aber beim Fleisch kann man noch was machen. Das ist meine Bewertung, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht unbedingt die Glocke an. Das habe ich oft vergessen zu sagen. Bitte die Glocke an, Daumen hoch, Kommentar und das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich sage bis zum nächsten Mal.